Hallo Freunde, Servus, schöne Grüße an euch. Ich bin Amir und bin heute wieder da mit einem neuen Video. Heutige Video geht es um NAT oder Network Address Translation. Bitte abonniert meinen Kanal und gebt mir ein Like bitte. Damit unterstützt mich und unterstützt ihr meinen Kanal. Und dieser Kanal hilft mir, meine deutsche Sprache zu entwickeln, ein bisschen Deutsch sprechen und die Sachen, die ich gelernt habe, für euch auf Deutsch hochzuladen, in YouTube kostenlos. Ihr braucht dafür nichts bezahlen. Also, heutige Thema ist NAT oder Network Address Translation. Wie ihr alle wisst, wir können nicht mit privater Adresse in ganze Internet reingehen. Von daher brauchen wir öffentliche Adresse. Ich habe hier für unsere Firma habe ich hier 30/30/30/30, also wir haben nur zwei nutzbare IPs hier, einmal eins, die unser ISP gehört, und einmal die zwei, die wir selber behalten auf unsere WAN-Interface. Und wir haben hier Client, ganz normale Nutzer, die auf eine Webserver gehen möchte oder eine Webseite aufrufen möchte, aber diese Webseite ist in ganz andere Location, sage ich mal. Zum Beispiel, das ist in Hamburg. Wenn wir das als München in Betracht nehmen, dann ist diese Webfirma irgendwo in Hamburg. Und dieser Router spielt für uns die Internetrolle. Wir wissen, dass Internet ist nichts anderes als viele Netzwerke zusammen. Und ja, unser Server befindet sich irgendwo in anderer Stadt und wir haben hier ein Apache Server. Ich habe ein Ubuntu hier und wenn ich das aufmache, dann musste ich mein Apache dort sehen können. Ich hoffe, alles läuft gut heute und bekommen wir keine Probleme mit Config. So, SystemCTL, ich habe hier englische Tastatur, muss ich mich daran gewöhnen, Status, Apache 2.Service. So, mein Apache ist up and running und funktioniert, jetzt muss ich in der Lage sein, meine Default-Webseite von Apache sehen zu können. Also, ich gebe hier 127.0.0.1. Ja, das ist die Default-Seite von Apache und ich bin fähig, das zu sehen, aber von lokal, von meinem eigenen Computer, von eigenen Server. Ich möchte das natürlich für die Client hier ermöglichen, von daher brauchen wir NAT. Und es gibt Kleinigkeiten beim NAT, die wir beachten müssen, wenn wir besondere Server hinter NAT haben. Also wir gehen direkt zum Konfiguration und ich erzähle euch was. Wenn ich das hier öffne, dann ist das ja unser Router. Ich mache das ein bisschen größer, damit ihr deutlicher sehen könnt. Dann sage ich mal Show Run. Das ist die Running Configuration von meinem jetzigen Zustand. Wir haben hier einmal Interface E00, das ist unsere lokale Interface und den Gateway von unserem Host Computer, von Client hier. Und wir haben ein WAN Interface oder E01, das hier mit 30/30/30/2. Und das ist die Maske von unser WAN Interface. Wir haben kein NAT konfiguriert. Dann haben wir weiterhin eine Route, eine statische Route oder Default Route nach außen. Das heißt, alles was wir nicht wissen, wo lang es hin soll, schicken wir rüber zum 30/30/30/1. Der befindet sich hier. So, gehen wir ein bisschen weiter. Wir haben kein NAT. Wenn ich hier schreibe Show Run und Pipeline das von Section NAT,
Dann seht ihr, ich habe keine Konfiguration. Ich habe kein NAT konfiguriert. Wie können wir jetzt NAT konfigurieren? Also, NAT hat vier Begriffe. Local, Global, jetzt drehe ich selber durch. Inside, Outside, Local und Global. Die werden bisschen miteinander verknüpft. Wir haben Begriffe zum Beispiel Inside Local und Inside Global. Outside Global und Outside Local. Damit meinen wir von welche Perspektive wir gucken. Wenn wir von hier gucken, von aus diesem Netzwerk raus gucken, dann ist das hier E00 ist unsere Inside Local. Okay, das ist ja drinne und ist auch lokal in unserem LAN. Das hier aber ist unsere Inside Global. Das gehört auch uns, das ist Insider, aber der geht Richtung Internet, also Global. Das ist, was die Globe sieht, was draußen sieht. Das ist Inside Global. Von anderer Seite ist das hier Outside Global und hier ist Outside Local. Okay, dann gehen wir jetzt zur Konfiguration. Von dieser Seite müssen wir erstmal sagen, welche Interface ist Outside und welche ist Inside. So, ich gebe das ein, Conf-T, Global Configuration Mode, Interface E00. Wo war E00? E00 ist hier. Das ist unser Inside. Dann geben wir den Befehl IPNAT Inside. Fertig. Und dann gehen wir zum anderen Interface und IPNAT Outside. Das war's dann. Und wir brauchen jetzt die eigentliche Übersetzung. Das müssen wir anhand einem Befehl zu unserem Router sagen. Der Befehl dafür ist IPNAT. Inside Source. Haben wir ein Access List? Nein. Erstmal müssen wir ein Access List schreiben und in unserem Access List sagen, welche Netzwerke wollen wir erlauben, nach draußen zu gehen. Wir wollen hier ein dynamisches NAT auf dieser Seite, auf unsere Firma. Wollen wir ein dynamisches NAT, sogar PAT mit Port Forwarding, damit wir nur eine Adresse benutzen, eine öffentliche Adresse, aber von verschiedenen Ports können wir rausgehen. Und das werde ich jetzt konfigurieren, gucken wir zusammen. Access List Nummer 10, Permit. Und jetzt, welche Netzwerke haben wir hier? 192, 168, 10, 0. Jetzt muss ich noch die, genau, Wildcard geben, 000255. Das war's dann. Haben wir jetzt ein Access List. Wir haben gesagt, erlaube diese Netzwerk rauszugehen. Als nächstes schreiben wir IPNAT Inside Source List. Und dann die Nummer von Liste war 10. Interface E01 war unsere Outside und Overload. Wir haben hier gesagt, bitte übersetze Pakete, die von Inside kommen, die von innen kommen, und ihre Source, also ihre Quelle, ist in dieser Liste drin. Übersetze diese Liste bitte zum Interface E01. Unser Interface E01 ist nichts anderes als 3030.2. So, wenn ich hier Enter-Taste drücke und sage do show run section NAT, dann könnt ihr sehen, dass ich hier eine Konfiguration habe. So, Router haben wir, NAT haben wir gemacht. Jetzt müssen wir zur anderen Seite. Erstmal schreibe ich do write, damit das nicht wegfliegt. Jetzt kommen wir zu dieser Seite. Dieses Mal
wenn wir einen Webserver haben und nur eine einzige Public-Adresse haben, dann müssen wir 1:1 übersetzen. Das heißt, die IP-Adresse von unserem Webserver muss zu unserer öffentlichen IP-Adresse übersetzt werden. Und dafür brauchen wir StaticNet. Nicht mehr dynamisch, sondern dieses Mal brauchen wir Static. Ich sage euch, wie das geht. Enable conf-t. Das ist sehr tricky. Manchmal ist man mit in einem Projekt drin und denkt sich, oh mein Gott, was habe ich hier falsch gemacht? Aber das ist die Lösung dafür, für Webserver. Besonders wenn ihr Webserver einrichtet, dann müsst ihr das so konfigurieren. Also wir haben hier E01 ist nach außen und E00 ist nach innen. So, Interface E01. Ich muss noch mal checken, ja. IPNet outside und E00 IPNet inside. Das war's dann. Jetzt kommen wir zum eigentliche NAT-Konfiguration und dafür schreiben wir IPNAT Source. Dieses Mal müssen wir keine Liste anwenden hier, sondern static. Wir wollen 1:1 übersetzen. Dann schreibe ich hier static und dann fragt er mir nach Source Local IP Address. Damit meint er die IP Adresse von meinem Webserver. Ich muss noch mal checken, was für IP-Adresse habe ich hier gegeben. Ich habe das jetzt nicht im Kopf. So, Q IP-Adresse. Oh, das ist englische Tastatur. Okay, kein Problem. Grab INET dash dash color. Wir haben hier keine IP-Adresse. Alles klar, gut, dann geben wir ihm eine IP-Adresse. IPA, ich habe INS3, dann schreibe ich hier IP-Adresse add 192. Moment mal. Ich muss das Ding hier kopieren, weil ich letztes Mal habe ich das versucht, aber nicht hingekriegt mit englischer Tastatur. IP-Adress add 192, 168, 20, 10 und zack, 24, dev ins3. Sudo haben wir vergessen, sudo und die Admin-Passwort. Wenn ich das jetzt wieder grepe, dann sehe ich, dass ich hier IP-Adresse habe. Ich muss noch eine Route schreiben. Sudo IP-Route, egal wo du hin möchtest, gib das zum ENS3. Ui, das erkennt er nicht. Hier muss ich das so eingeben. 0. Gibt das zum ENS3. Das erkennt er auch nicht. Sudo route add 0000 und dann einmal zack dev ENS3 IP route. So, jetzt haben wir das. Wenn ich jetzt okay, ich habe keine Route, aber meine Route ist hier konfiguriert. Das heißt, wenn ich das Ping 20, was haben wir für Adresse hier? Wir haben hier einmal den Gateway Ping 192, 168, 20, 1. Ich kann ihn pingen, locker, kein Problem. Und ich sage Ping 192. Achso, wir sind noch nicht fertig mit der NAT-Konfiguration.
Okay, wir haben lokale IP-Adresse gegeben. Das ist 192, 168, 2010. Und global, unsere globale Adresse ist 40, 40, 40, 2. Und Enter. Fertig. Das war's. Wir müssen jetzt normalerweise in der Lage sein, die andere Seite pingen zu können. Aber ich muss das Client hier auch aufmachen. Natürlich, das ist ein Tiny Core. Ich gebe hier Ping-Befehl ein. Ping 40 40 40 2. Wunderbar, ich bekomme es zurück. Und kann ich jetzt direkt auf die Webseite 40 40 40 2. Ach so, ich muss einmal die Adresse von hier checken. Was für Adresse habe ich hier? IP Address. Ich habe 1010. Okay, wunderbar. Und jetzt probiere ich nochmal mit 40, 40, 40. So. Okay, gib mir ein Error. Es kann vielleicht es geht vielleicht darum, dass ich mein Network Manager nicht restartet habe, oder vielleicht ist mein Firewall an. Also ich schreibe hier sudo systemctl status und dann uncompliziert Firewall. Mein Firewall ist an. Mein Firewall ist an. Ich muss hier sagen sudo ufw oder disable. Und systemctl stop ufw. Wir können auch ein Rule schreiben in unser Firewall, aber ich möchte dieses Video kurz halten, deswegen schalten wir radikal aus. Und systemctl status ist aus, gut. Systemctl, einmal wegen die Route muss das systemctl res. Warte, ich probiere das erstmal mit ausgeschalteter Firewall. 40, 40, 40, so. Geht immer noch nicht. Wieso? Was haben wir hier konfiguriert? Do show run. Section net. IPnet source static. Das und das sieht gut aus. Welche haben wir? Do show run section interface. Wir haben einmal das ist inside, das ist outside. Do show IP route. Route haben wir auch. Do show IPnet translation. Wir haben nichts translated bis jetzt. Kann ich aus meinem Server ping 30 30 30 so. Okay, sudo systemctl restart network. Was ist passiert? Network manager point service. Network.
Das ist ein bisschen langsam. Manager. Punkt Service. Oh. Just that. Network Manager. Punkt. Das ist im VM ist ein bisschen langsam. Ich hoffe, dass es immer noch am Leben bleibt. Network Manager. Punkt. Service. So, jetzt sollte das gehen. IPA. Ping. 30, 30, 30. So. Geht nicht. Einmal SystemCTL. Restart. Apache 2.Service. Ich gebe Passwort ein. Wieso geht nicht? Der kommt hier hoch. Okay. Do show run. Section net. 4040 2. IP net source static. Warte, wir schreiben das nochmal. Ich denke, manchmal mein Emulator spinnt. No und zack. IPNet inside. Source is static. Inside lokal ist 192, 168, 20, 10. Inside global ist 40 40 40. So und zack, do show run section net ist okay. Jo, unseren Ping kommt. Jetzt versuchen wir hier die Webseite nochmal aufzurufen. 40 40 40. So und hier haben wir die Default-Seite von Apache. So, Freunde, ich wollte das einmal mit euch mitteilen. Manchmal habe ich früher diese Fälle immer gemacht, dass ich auf dieser Seite auch eine Liste verwendet habe. Ich habe nicht Static, sondern mit einer Liste. Wenn ihr euch hier guckt, hier gibt es eine Liste, das ist dynamisch. Und Static bedeutet 1:1. Man kann auch natürlich das so schreiben, wenn ich das hier kopiere. So, ich habe das hier kopiert. Ich schreibe No und dann zack. Ich habe das immer noch. Ich möchte das nicht. Ich möchte einen anderen Weg zeigen. No und dann Paste. Oh mein Gott, ey. No IPNet inside. No IPNet inside source static. 192, 168, 20, 10, 42, 40, 40, 2. Okay, wenn ich jetzt verifiziere, das ist jetzt weggelöscht. Jetzt möchte ich einen besseren Weg zeigen. Das ist viel cooler. Wir können sagen, IPNet Source Static wieder. Aber hier sagen wir genau, welches Protokoll meinen wir. Wir wollen die Port Forwarding machen hier.
Das heißt, wir nehmen genau eine IP, eine private IP mit einer öffentlichen IP. Aber diese IP hat tausende von Porten. Wir wollen hier sagen, nur in diesem Port wird übersetzt. Von daher schreiben wir TCP und Source Local ist 192, 168, 2010. Welche Port? Port 80. Wir haben Web-Traffic, HTTP, Inside Global ist 40, 40, 40. So, und hier ist auch 80. Zack. Do show run. Section and net. Das sieht jetzt so aus, aber nicht extendable. Probieren wir erstmal. Wenn das nicht geht, dann müssen wir diese extendable hier löschen. So, jetzt bin ich in mein Ubuntu Server. Ist okay. Ich mache diese Seite aus. Und dann rufe ich wieder 40 40 40 2. Und dann habe ich hier wieder Zugriff auf die Ubuntu Server. Wenn ich hier noch einen Server habe, kann ich das als Honeypot konfigurieren und auf unser eigenen Server können wir 443 HTTPS öffnen. Und auf unserem Honeypot bleibt Port 80 auf. Das heißt, wenn die Hacker unsere Netzwerke scannen mit Nmap oder irgendwelche andere Tool, dann die sehen eine offene Stelle und das ist Port 80. Das ist ein beliebtes Port für Hacker. Die mögen das gerne. Aber wir können das als unser Honeypot konfigurieren. Das ist wie eine Falle für Hacker. So, auf jeden Fall, ich wollte dieses Video demonstrieren. Freunde, bitte abonnieren meinen Kanal. Gib mir ein Like. Damit unterstütze ich meinen Kanal. Damit hilft ihr mir, meinen Kanal wachsen zu lassen. Und dann kann ich mehr Content für euch hochladen auf deutsche Sprache. Wenn ihr Fragen habt, schreibt in den Kommentaren. Schreibt mir E-Mail, wenn ihr Fragen habt. Wir können gerne zusammen diese Sache machen. Das macht mir viel Spaß, mit Netzwerken zu arbeiten. Und ja, vielen Dank für das Zuschauen. Tschüss und bis nächstes Mal.